Na, hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich gleich um 7 Erfolge, die ich euch zeigen möchte. Und zwar sind die alle miteinander verschachtelt und wie das Ganze funktioniert, da steigen wir jetzt mal ein. Und zwar geht es um zweierlei Dinge, und zwar einmal den Schrottplatz-Tüftelmeister, für den brauchen wir wieder 2 weitere Erfolge. Und dann hier oben den Schrottplatz-Maschinist. Und was wir dafür machen müssen, schauen wir uns jetzt mal an. Für den Schrottplatz-Tüftelmeister brauchen wir einmal den Schrottplatz-Tüftler und oberster Geldgeber von Mechagon. Diese beiden Achievements sind beide welche, wo man Sachen basteln muss. Und zwar einmal für oberster Geldgeber von Mechagon muss man 1000 Bauprojekte in Mechagon unterstützen. Und zwar gibt es da nochmal 2 Unterachievements, beziehungsweise ein Unterachievement, wo man dementsprechend 250 Bauprojekte mit unterstützen muss und dann hier einmal 1000. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar, wenn ihr hier über Mechagon fliegt, dann gibt es jeden Tag andere Bauprojekte, die ihr abschließen müsst. Hier unten seht ihr gerade, da haben wir einmal diese Plattform und da können wir quasi Ressourcen rein investieren. Soweit ich weiß, sind es, glaube ich, 200 Teile können wir rein investieren, also kleine Ersatzteile und nochmal eine von diesen Energiezellen. Heißt, ich glaube, die Teile sind auf 20 pro Klick, also sprich 10 mal 20 Teile für 200 und dann dementsprechend hier eine Mana-Zelle. Also man kann quasi 11 mal was investieren und dann bekommt ihr hier dementsprechend, wenn ihr das alleine aufbaut, 11 Punkte zugerechnet und ihr müsst dementsprechend 1000 aufbauen, heißt, ihr braucht eine ganze Menge von der Plattform. Ihr könnt natürlich auch in diese Feuertürme rein investieren, da müsst ihr einmal 100 investieren, kostet euch aber mehr und ist für das Achievement nicht ganz so gut. Es gibt auch noch andere Sachen, ihr könnt auch diesen Wiederherstellungsturm aufbasteln, da müsst ihr, glaube ich, aber mal 200 investieren, um einen Punkt zu bekommen. Ich kann euch raten, auf jeden Fall diese Plattform zu machen, wenn die da sind, einmal über Mechagon fliegen, aufbauen, was geht und dann dementsprechend wieder switchen vom Server, also sprich über Serverhop hier euch eine Gruppe suchen, am besten unter Quests oder benutzerdefiniert einfach nach Mechagon und dann ein bisschen Server hoppen. Wie ihr die Teile farmt, werde ich euch am Ende noch zeigen. Jetzt gehen wir aber erstmal auf die Achievements ein. Ich habe da nämlich einen relativ guten Spot. So, heißt, wir müssen hier insgesamt 1000 Stück mal beisteuern. Und dann gibt es ein anderes Achievement, und zwar Schrottplatz-Maschinist. Und dafür müssen wir 100 Bauprojekte abschließen. Heißt, wir müssen müssen die wirklich fertig aufbauen. Und hier ist es so, ihr müsst nicht wirklich den letzten Beitrag leisten, weil oft geiern ja hier auch mehrere Spieler aus so Dinger drauf, sondern ihr müsst einen Beitrag leisten und dabei in der Nähe stehen bleiben, dass ihr quasi das abgeschlossen bekommt. Hier braucht ihr quasi 100 und beim anderen braucht ihr quasi 1000. Jetzt bekommt ihr hier immer 11 raus, wenn ihr alles rein investiert, quasi wenn ihr diese Plattform aufbaut und 100 Plattformen aufbaut, habt ihr sowohl das Achievement fertig als auch das Achievement. Sprich, die haben eine relativ gute Synergie. Wenn ihr andere Sachen aufbaut, wie diesen Feuerturm, dann habt ihr hier 100 und hier 100, was euch nicht viel bringt, weil der Feuerturm relativ viel kostet und nur man kann nur einmal was investieren quasi, nicht mehrmals wie bei den Plattformen. Es gibt auch noch andere Konstrukte, die lohnen sich aber nicht so wirklich. Diese Bohrer zum Beispiel, da kann man sehr viele kleine Beträge rein investieren und kommt hier sehr, sehr hoch, kriegt aber beim Abschluss immer natürlich auch nur eins. Heißt, wenn ihr von beiden noch nicht viel habt, dann würde ich euch empfehlen, die Plattform zu machen. Wenn ihr hier viel habt und hier wenig, dann macht die Feuertürme. Und wenn ihr quasi hier viel habt und hier wenig, dann macht die Bohrer. Da kommt ihr nämlich relativ schnell hier hoch. Da muss man nämlich, glaube ich, über 1000 Ressourcen zahlen und man hat lauter Kleinbeträge, die man investieren kann. Und dementsprechend geht das relativ schnell. Genau, so viel dazu. Diese Plattformen, Türme stehen immer an random Spots. Die Bohrer, die stehen an festen Spots. Und zwar ist hier unten einer. Dann sind hier an diesen 3 Eingängen welche. Hier oben ist, glaube ich, noch ein Bohrer. Und hier ist noch ein Bohrer. Es sind insgesamt, meine ich, 6 oder 7 Bohrer, die man quasi investieren kann. Wie gesagt, die sind immer abwechselnd da. Welche Objekte, die ihr aufbauen könnt, ist immer täglich einmal fix. Und dann müsst ihr halt warten, bis dementsprechend die Bauprojekte am Start sind, die ihr braucht. Wie gesagt, die Plattform halte ich für das Sinnigste. So. Soweit dazu, jetzt brauchen wir aber für den Erfolg hier,
für den Schrottplatz Tüftelmeister noch einen weiteren, und zwar nicht nur diese Objekte aufbauen, sondern wir haben auch noch eine andere Geschichte und die schimpft sich Schrottplatz Tüftler. Und für diese müssen wir 1000 Schrottplatz-Tüftel-Gegenstände in Mechagon herstellen. Diese Gegenstände stellen wir beim Pascal her. Und dafür brauchen wir auch einen Haufen Ressourcen. Und ich zeige euch jetzt, was die effizienteste Möglichkeit ist, das Achievement zu kriegen, weil 1000 Sachen herzustellen ist relativ teuer. Als allererstes brauchen wir dafür nämlich bestimmte Materialien. Und zwar unter anderem brauchen wir Fische. Und diese Fische können wir uns hier holen, wenn ihr müsst hier bei der Gnomin, die ist auf den Koordinaten 37, 47, könnt ihr euch einmal hier den Fischsauger holen. Falls ihr das noch nicht habt, dann müsst ihr halt ein paar Quests hier machen, das ist aber nicht sonderlich aufwendig. Also 2, 3 Quests gibt es hier und dann kann man sich diesen Fischsauger holen. Was macht er jetzt? Wir haben quasi einen Extra-Button und können Fische raussaugen aus dem Wasser. Und zwar bekommen wir relativ viele. Wenn ich jetzt hier einmal den Sauger anschmeiße, dann bekomme ich im Schnitt so, ja, 20 Fische aus dem Ding raus, also relativ viel Zeug. Ich kann es jetzt euch einmal hier auch zeigen. Ich habe jetzt einmal abgesaugt 24, einmal 20. Also das geht schon relativ schnell, dass man diese Fische bekommt. Und das Ding hat jetzt auch nicht so viel Abklingzeit. Ja? Also ich habe 12 Sekunden Abklingzeit, saugt hier halt im Schnitt 20 Fische raus. Geht relativ fix. Jetzt habe ich gerade sogar 30 bekommen, also das geht ganz gut. Genau, und diese Fische brauchen wir für unsere Gegenstände, die wir herstellen wollen. Ionisierter L-Ritzel. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an, was wir uns daraus bauen. Und zwar brauchen wir für relativ viele Konstrukte, die wir herstellen können, sehr viele Ersatzteile bzw. andere Sachen wie Mana-Zellen, beziehungsweise nicht Mana-Zellen, sondern Energiezellen oder diese epischen Teile. Und die Sachen wollen wir auf keinen Fall herstellen, weil davon haben wir nicht genug, dass wir 1000 Mal ein Item herstellen können. Deswegen suchen wir uns jetzt hier den Gegenstand raus, der am wenigsten kostet. Und dazu solltet ihr wissen, dass es hier eine, ein Essen gibt. Und mit diesem Essen kann man quasi sein Movement Speed hier ein bisschen erhöhen. Ist total irrelevant, ist so wenig, das lohnt sich nicht. Ich habe das Zeug dann direkt wieder weggeschmissen. Das Einzige, was uns interessiert, es ist sehr günstig. Und zwar kostet es 25 Ersatzteile, was sehr wenig ist. Und dann nochmal 3 von diesen Fischen. Und ihr habt gesehen, ich saug hier im Schnitt 20, 25 Fische ab mit einem Mal. Also die Fische sind nicht das Problem und die Ersatzteile sind hier mit Abstand das günstigste. Was man auch noch vertreten kann, sind die Bomben. Jetzt muss ich gerade mal suchen, wo sie sind. Hier, Schrottgranate, die kosten 50, brauchen keine Fische und die sind auch relativ sinnvoll, weil man sie hier gut einsetzen kann und Schaden verursachen. Davon habe ich einige hergestellt und habe immer noch, wie ihr seht, 800 auf der Bank rumflacken. Die sind eine Alternative, aber wenn ihr wirklich zeiteffizient das Ganze machen wollt, dann stellt hier dieses Buff-Food her und dementsprechend kriegt ihr da die 1000 relativ schnell voll. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wo die Bauprojekte sind, was ihr am besten herstellt, um die Erfolge zu holen. Jetzt, wo farmen wir am besten unsere Ersatzteile? Weil die brauchen wir. Wir brauchen sowohl Mana-Zellen als auch Ersatzteile, um dementsprechend unsere ganzen Sachen herzustellen bzw. die Bauprojekte aufzubauen. Und zwar seht ihr, haben wir hier in diesem Hof sind Elite-Mobs, ja. Jetzt sind gerade ein bisschen wenig da, weil hier anscheinend ein paar Leute, die zusammengezogen haben, weggenatzt. Aber normalerweise sind hier relativ gut welche da. Und diese kann man alle hier in der Mitte zusammenziehen. Es ist, also ich empfehle euch, das in der 5-Mann-Gruppe zu machen oder in 2 4-Mann-Gruppen. Das ist eine ganz gute Anzahl. Und einfach alle Mobs hier von oben runterziehen, in die Mitte. Die resetten, wenn man sie ein bisschen weiter als die Mitte zieht. Also wenn ihr sie in der Mitte zusammenzieht, weckerelt. Dann bekommt ihr erstmal, weil sie Elite-Mobs sind, relativ viele Ersatzteile. Und zusätzlich, was das Wichtigere an der Stelle ist, ihr bekommt hier verschiedene Items, die ihr kombinieren könnt. Das sind nämlich 3 an der Zahl. So eine Panzerung, eine Sprungfeder und jetzt noch ein drittes Teil hier, so ein Getriebeteil. Und diese Teile könnt ihr zusammenfügen und dementsprechend dann an diesen Behältern hier abgeben. Und zwar, wenn ihr die zusammenfügt, dann kriegt ihr so ein Bündel raus und das könnt ihr einmal mit einer Quest abgeben. Dann bekommt ihr eine tägliche Quest, die auch Ruf bringt, 150 sind es glaube ich. Und dann aber immer weiter, so oft ihr wollt. Und aus diesen Dingern können sowohl grüne Säcke kommen, als auch epische. Und da sind verdammt viele Ersatzteile drin und auch anderes Zeug. Auch Sachen für andere Achievements, für so Sammelsachen mit den Bauplänen, mit diesen Toy-Figuren da. Also da sind Haufen Geschichten drin, die man brauchen kann, wenn man andere Achievements noch machen möchte. Und das lohnt sich. Und da kriegt ihr relativ viele her. Also ich habe hier bestimmt 50.000, 60.000 Ersatzteile gefarmt. So viele
braucht ihr leider auch, wenn ihr die ganzen Achievements machen wollt. Und das ist definitiv der effizienteste Weg, weil die Mobs droppen tatsächlich im Verhältnis zu dem, was ihr aus den Paketen rausbekommt, relativ wenig. Also die meisten Ersatzteile bekommt ihr tatsächlich aus den Paketen raus. Theoretisch könntet ihr die Dinger auch im Auktionshaus kaufen. Also die sind alle nicht seriengebunden. Ich habe teilweise mir am Anfang von dem Addon eine goldene Nase verdient, oder nicht Addon, Patch besser gesagt, als ich die Dinger verkauft habe. Da sind die teilweise für 200 Gold weggegangen, die Dinger, und man hat die zuhauf bei den Mobs hier gedroppt bekommen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. So habe ich meine Achievements relativ zügig zusammengefarmt. Und ja, das war es soweit mit dem Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.